Wir hatten echt einen miesen Tag heute, ne? Tot. Ohne Scheiß, das hätte ich niemals, niemals geschafft auf Standard. Alleine schon wegen der Munition. Also ich, leer, alles leer. Die eine Wumme, die hätte ich ja hier jetzt noch nicht mal, ne? Puh. Okay, jetzt muss man erstmal kurz reorganisieren. Wir haben die Pistole. Ja, das kann ich ruhig wieder auf den Schnellzugriff legen. Die große Wumme werde ich jetzt auch nicht sofort wieder brauchen. Puh. Ja, wo bin ich denn hier? Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Carl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Ach, komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und... Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Ja, ja, man hat das ja nicht für die getan, ne, sondern die Zivilisten, ne? Okay, das heißt, nach irgendeiner Cafeteria Ausschau halten. Tiefgarage. Uiuiuiui. Überleg gerade, soll man hier mal ein bisschen mutig werden? Also sollen wir mal versuchen, die alle einzusammeln, um dann zu dem Fass zu locken. Gunshop Kendo. Hey, kennen wir doch. Das ist cool, das gefällt mir irgendwie. Dass wir am Gunshop Kendo hier auf einmal sind, beziehungsweise hier waren wir dann auch im zweiten Teil ja gewesen. Das hier spielt ja vor dem zweiten Teil. Ja, und da sind wir dann irgendwie hier aus der Tiefgarage gekommen. Okay, ich glaube, das waren alle jetzt, ne? Na klar. Ne, wer macht wieder Ärger? Der Dicke. Da. Halt durch. Hilfe naht.
Ja, dann haben wir gerade diesen Funkspruch ja gehört, wo gesagt wurde, hey, wir sitzen hier fest und so weiter. Hoffen wir, dass man da jetzt auch hinkommt. Ich würde jetzt erstmal versuchen... Na klar. Ach, deswegen hatte der Leon hier kein Kraut mehr stehen. Halbautomatischer Lauf für die Flinte? Kann ich mir jetzt irgendwie nichts drunter vorstellen. Moment. Frage ist doch, sind wir hier jetzt alleine? Oder nicht? So, dann kombinieren wir da, so kommt dann hier und hier. So, dann haben wir hier A, das kombinieren wir wiederum mit B. Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Hammer, da finde ich diese Überschneidung jetzt... Wenn du die Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Ja, das finde ich gut. Schlüssel erfolgreich eingesammelt. Außerdem haben wir hier noch mehr Sturmgewehrmunition. Für normale Zombies ist das wahrscheinlich gar nicht mal so übel. Da, ich kann mich da so... Ne, man könnte den Dietrich ja eigentlich wegpacken. Man sieht ja dann, wenn man ihn irgendwo braucht. Du siehst auch schon aus, wie einer, der Probleme macht. Okay, versuchen wir es mit Kopfschüssen. Habe ich jemals etwas anderes getan hier? Damals sind wir ja da hoch. Also im zweiten Teil sind wir dann da. Ja, ihr wisst schon.
Weißt du, durch den ganzen Raum hier, ne? Ist klar. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Ne, die Knaller können sich auch schützen, indem sie sich da einfach so zusammenziehen. Das ist aber fies. Fies. Noch nicht. Seht ihr? Und deswegen will ich den Dietrich nicht einfach irgendwo wegpacken. Was haben wir hier? Die Raccoon Times Leserbriefe. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwer auf dem Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie wäre nur mit einer Handvoll Schrauben da fest, blablabla. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Deutet das irgendwie darauf hin, dass wir das Ding abschießen können, damit das... Wir werden es sehen. Ich spekuliere da ganz gerne. Was, wichtige Objekte wegwerfen? Nein, nichts wegwerfen. Warum sollten wir was wegwerfen wollen? Ach, der Schlüssel. Ja, dann fort, ne? Verdammt ruhig hier. Was? Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Nein, nein. Jetzt wird es wieder hektisch hier. War ich doch schon mal, ne? Renn doch nicht hier rein, du doofe Kuh. Wieder das Umspannwerk. Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Ich dachte, er ist tot. Ich auch. Macht mich fertig. Total fertig. Aber irgendwie total geil gemacht, dass der immer auftaucht, man aber wirklich flüchtet. So, wir sind auf Warnung. Ich könnte mir das Erste-Hilfe-Spray... Ich werde mir auch das Erste-Hilfe-Spray. Einfach nur für den Fall, dass wir so ein zwischendurch... Ich wollte schon sagen, die läuft schon wieder so komisch, obwohl sie gesund ist, ne? Die simuliert doch.
Chill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay, vertrau mir. Sieht jetzt alles schon ein bisschen ramponierter aus. Das ist verrückt. Nein, mach doch weg. Der Dörbe ist wieder nicht ganz klar und ich hatte mich umgedreht. Ach, immer diese Rechtfertigung danach, ne? Aber okay. Ich dachte eigentlich, dass das was ist, was ich machen sollte. So, hier ist auf jeden Fall klar, wir kommen nicht ins Gebäude rein. Ne? Wir müssen also wieder hierhin zurück. Nenne ich doch mal Bobblehead. Ich weiß genau, dass der wieder hinter mir ist. Nichts wie raus hier. Ganz wacker habe ich mein Messerchen. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt!
glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Im Zug, Dreckskerl! Ja, Hammer, da hat er mal eben schnell die Zivilisten da hinten weggemetzelt. Das ist ja... Huiuiui. Flucht aus der Stadt. Eine Trophäe jagt hier die andere. Auch nicht schlecht. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Red, halt! Tee! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut mir leid! Tut leid! Hat der Brad den Officer angeknabbert aus dem Zweiten? Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier. Komm doch her! Schießt auf! Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Schauen wir uns hier auch noch mal eben schnell um. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey! Sei vorsichtig.
Ja, du auch, Mann.